Janis Jokel, in der Cottbus gewinnt 2:1 gegen ZFC Meuselwitz. Wie bewerten Sie das Spiel heute? Ich sag so, ich glaube, es war nicht unser bestes Spiel, aber es war halt ein Spiel, was wichtig für uns war, was wir gewonnen haben. Und im Endeffekt ist es nur das, was zählt. Jetzt müssen wir weitermachen, haben am Dienstag noch Spiel und dann greifen wir wieder an. Es gab eine entscheidende Situation heute, das Tor zum 2:0, Pass von Dennis Lamar auf Sie und dann ging es los. Erzählen Sie mal. Ich habe den Laufweg gesehen, die Lücke, und dann war mir schon klar, dass Dennis den spielt, weil Dennis ist ein Spieler, der erkennt sowas. Und dann habe ich einfach gehandelt, so instinktiv. Ich habe jetzt nicht wirklich nachgedacht, also alles gemacht, was ich sonst auch immer machen würde. Und dann habe ich souverän einfach reingemacht und dann war ein wichtiges Tor für uns und weiter geht's. So ein Treffer vor der Nordwand für so einen jungen Spieler, wie haben Sie das erlebt? Ja, ich würde sagen, als ich mein erstes Tor gemacht habe gegen TB. Das ist einfach so ein unbeschreiblicher Moment, wo die Fans einfach den Namen rufen und man ist voller Euphorie und Adrenalin, weil man einfach ein Tor gemacht hat. Und als junger Spieler ist sowieso ein besonderer Moment noch mehr und es fühlt sich einfach unbeschreiblich an. Wichtig ist, dass wir das Spiel gewonnen haben. Unterm Strich glaube ich, dass wir besser spielen können, aber 3 Punkte sind mehr am Konto und das war Ziel und das Ziel haben wir heute erreicht. Es war auffällig, dass Sie in der ersten Halbzeit den Gegner auf den Ball überlassen haben. War das auch ein bisschen der Plan? Ja, ich glaube, gerade mit dem Sieg im Rücken letzte Woche, wo wir sehr gut angelaufen sind und ähnlich gemacht haben, sind wir so wieder ins Spiel gegangen und sind ja auch mit 1:0 in die Halbzeit gegangen. In der zweiten Halbzeit wurde es dann ein bisschen offener, das Spiel. Die 2:0-Führung konnte nicht lange gehalten werden, dann Gegentreffer. Haben Sie noch mal ein bisschen gezittert? Nee, aber das ist ja Gesetz des Fußballs, wenn du mit einem vorne bist, dass hinten raus nochmal eng wird. Und deswegen ganz großes Lob an die Mannschaft, wie wir das heute dann hinten raus wegverteidigt haben und trotzdem Nadelstiche setzen können, weil ich glaube, wir können auch den Deckel drauf machen, was aber nicht schlimm ist. Deswegen haben wir es hinten gut wegverteidigt und unterm Strich 3 Punkte und da sind wir alle glücklich drüber. Es gab auch noch die Szene in der 93. Minute. Der Ball lag dann direkt vor Ihnen und Sie mussten den ganzen Körper reinwerfen, um dann den Sieg zu retten. Wie haben Sie das erlebt? Ja, ich glaube, vorher war Standard für Meuselwitz, den wir nicht ganz konsequent klären. Dann kommt ein Distanzschuss, ich kann ihn nicht festhalten, lenke ihn zur Seite. Ja, und schmeiße ich beim Nachschuss rein und habe dann das Glück, dass ich den Ball auch noch halte. Und dafür steht man im Tor, für solche Momente. Wie viel Adrenalin ist da im Körper? Das ganze Stadion jubelt, alle wissen, damit ist quasi der September gerettet. 5 Siege in 5 Spielen. Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist ähnlich, wie wenn der Stürmer ein Tor macht. So würde ich es mal vergleichen. Ja, es war mit Sicherheit nicht unser bestes Spiel. Wussten, dass Meuselwitz vor allen Dingen über Umschaltaktionen gefährlich ist. Hatten das eigentlich soweit relativ vernünftig unter Kontrolle. Die eine oder andere Situation ist dann doch ein bisschen gefährlicher geworden. Aber auch solche Spiele musst du gewinnen. Haben wir als Mannschaft gezogen, sind einfach nur glücklich über den bevorstehenden Lauf. Ist ja ein perfekter September, 5 Spiele und 5 Siege für den Cottbus. Der Rhythmus wird immer besser, ja? Ja, der Rhythmus wird besser. Wir finden uns immer besser oder haben uns mittlerweile sehr gut gefunden, würde ich sagen. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir das ausbauen, dranbleiben und einfach weiter Gas geben. Ja, sind natürlich enttäuscht, ne, weil mehr drin war. Ich denke nicht, dass wir die schlechtere Mannschaft waren. Wir hatten den Elfmeter zum Ausgleich, die Riesenchance und dann nochmal in der 90. Plus, wo wir nochmal ein Riesenbrett haben und ja, ich denke, ein Punkt wäre schon in Ordnung gewesen. War schon recht überraschend, wie mutig Sie aufgetreten sind mit Ihrer Mannschaft hier. War das der Plan? Ja, definitiv. Also wir wussten, wenn wir Cottbus ins Spiel kommen lassen, sind sie spielerisch stark, dann wird es schwer. Und ja, haben dann einen Matchplan gehabt und haben natürlich auch durch die letzten Wochen Selbstvertrauen getankt. Und ja, hat man heute gesehen und hat nicht viel gefehlt gegen eine Spitzenmannschaft. War natürlich erstmal enttäuscht, dass wir hier nichts mitnehmen konnten. Gerade weil wir auch jetzt kurz vor Schluss nochmal die Möglichkeit hatten, hier uns vielleicht einen Punkt zu verdienen. Ich glaube, erste Halbzeit waren wir vielleicht ein bisschen zu passiv, sind nicht so richtig in unser Spiel reingekommen. Ist dann umso ärgerlicher, dass Cottbus jetzt auch nicht geglänzt hat, aber 1:0 führt nach einem Standard. Zweite Halbzeit nach dem 2:0 haben wir es echt ordentlich gemacht, immer wieder Nadelstiche gesetzt. Und ja, der Elfmeter ist umso ärgerlicher natürlich, aber wie gesagt, es war heute nicht unsere beste Leistung, aber ich glaube, dennoch hätten wir hier einen Punkt mitnehmen können. Insgesamt war man überrascht, wie mutig Sie aufgetreten sind mit Ihrer Mannschaft hier auswärts im Stadion der Freundschaft. War das auch ein bisschen der Plan? Ja, wobei ich glaube, wir hätten noch ein bisschen mehr Mut gebraucht, um vielleicht hier das Ding richtig zum Wackeln zu bringen. Der hat uns gerade in der ersten Halbzeit vielleicht gefehlt, aber wie schon gesagt, ist hier der Staffelfavorit. Wir hatten sie nah an einem Punktverlust, aber ja, sind jetzt natürlich enttäuscht, dass es gar nicht geklappt hat heute.
Ich finde, die erste Halbzeit haben wir ein bisschen verschlafen. Einfach uns auch ein bisschen eingeschissen, würde ich sagen, vor der Atmosphäre. Und dann in der zweiten Halbzeit waren wir gut drin, waren wir dran. Gerade nach dem Anschlusstreffer können wir mit dem Elfmeter das 2-2 machen. Aber machen es nicht, aber so ist Fußball, kann passieren. Jetzt schauen wir positiv auf die nächsten Wochen, gucken, wie es weitergeht. Aber mit der Leistung können wir eigentlich zufrieden sein. Sie waren heute in vielen kniffligen Aktionen mit da drin, beispielsweise beim Elfmeter. Wie haben Sie das gesehen, die Szene? Na, ich lege mir den Ball eigentlich einfach nur an ihm vorbei und merke dann, wie er hinter mir kommt. Will dann den Ball halt vorne rum reinspielen und ja, er trifft mich dann halt hinten am Bein, zieht mir es weg und dann ist es Elfmeter. Dann gab es noch eine Aktion relativ nah vor der Trainerbank von Energie, wo Sie Tobias Hasse mit dem Fuß im Gesicht treffen. Wie war das? Ja, wir haben einen eigenen Einwurf und mein Mitspieler wirft den ein bisschen so hinter mich. Ich habe keine Augen im Hinterkopf, deswegen sehe ich Tobi gar nicht kommen. Will dann den Ball einfach nur annehmen, weil ich auch vom Geräusch, von der Geräuschkulisse ja nichts höre. Und dann kommt er mit dem Kopf halt ungefähr auf so, ja, Brusthöhe. Ist unglücklich, war nicht mit Absicht. Ich habe mich auch schon bei ihm entschuldigt, aber kann passieren.